Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Hier immer noch an diesem, naja, in Anführungsstrichen Scheiß-Level 40 Faden. Nicht wundern, falls ich jetzt das Zeiträtsel nicht auf Anhieb schaffen sollte, denn zwischen diesem und dem letzten Part liegen ein paar Stunden. Ja, nicht Tage, sondern nur ein paar Stunden. Ich war ja zwischenzeitlich nochmal weg und ja, bin jetzt ein bisschen schlapp auch vom Tag, aber ich versuch's mal. Welche Tür ist das jetzt gewesen? Ich glaube, die hier vorne kann mich auch täuschen. Ja, Ansicht, ich weiß. Hat wieder einen Schraubenzieher fallen lassen. Genau, hier am Feuer vorbei. Ich habe also völlig den falschen Weg gerade genommen. Also beziehungsweise den viel zu langen Weg. Ah, ist richtig, okay. Los, Lara, beeil dich. Beeil dich, Lara. Wo war denn dieser Raum jetzt? Oh, nicht stehen bleiben, Lara. Ja, ich nehme jetzt hier voll den langen Umweg irgendwie, ich weiß. Aber. Naja. Ja, toll, das erste Feuer brennt ja schon wieder. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Weiß ich jetzt gerade echt nicht. Das ist doch scheiße, das ist doch dumm. Ich muss da echt irgendwie diese doofe Abkürzung nehmen, wo ich mich dann ständig verlaufen und vertun würde. Kann ich hier noch rein? Kann ich. Mal sehen, geht das? Es müsste gehen. Hoffentlich. Drückt mir die Daumen, Leute. Yes! Leute, auf Anhieb. Und das, obwohl ich schon ziemlich erschöpft bin, sag ich mal, vom Tag. Speichern. Das ist auf jeden Fall ein Grund zum Speichern. Was habe ich jetzt einen Grund, ne? Ach ja. War hier nicht auch ein scheiß Fisch? Wusste es doch. Wenn so eine knackige Lara vorbeikommt, kannst du gar nicht anders, als mich anzuknabbern. Ach, die Scheiße kommt jetzt vor allem. Na, Prost, Mahlzeit. Okay, ich dachte ja. Nee, ich glaube, erstmal hier ganz nach oben. Genau, hier ist nämlich dann zu und hier ist irgendwo ein Schalter. Wo ist denn der Schalter? Da unten ist der Schalter. Muss man auch erstmal sehen, ne? Genau, dann geht ganz unten jetzt eine Tür auf. Das haben sie sehr schön gemacht, echt. Und, ja. Genau, und jetzt geht's ganz oben eine Luke auf. So, dann schwimme ich da jetzt mal ganz schnell hin. Das Secret hole ich mir dann gleich. Aber erstmal Luft. Na, ihr seht, meine Luftanzeige blinkt bereits, deswegen erstmal Luft. Das ist das Wichtigste. Hat Priorität. Ah. So, genau. Schraubenzieher wieder fallen lassen und auffüllen bitte. Und Secret holen. Abtauchen, Lara. Jetzt holen wir uns noch den kleinen goldigen Schatz. Ach, er ist so goldig. Ja, Harpunen. Toll. Ich meine, immerhin, ne? Wenn wir nochmal so einen Kampf wirklich gegen. Wo kommst du denn her? Gegen Haie haben unter Wasser und sowas. Und Alter, wo kommen die ganzen Fische jetzt her? Die ganzen. So. Was? Ihr seid noch nicht tot? Na komm, wenn ich es angefangen habe, bringe ich es auch zu Ende hier.
Na komm, es muss doch mal wenigstens einer von euch tot sein. Ja, ich sehe sehr viel. Danke. Der Kameramann dreht völlig durch hier. Das ist total schön. Na komm, okay, Lara, lass die. Oder auch nicht. Ja, jetzt sind sie Fischis tot. Musste jetzt einfach mal sein. Hatte überhaupt gar keinen Sinn, die jetzt zu töten, aber kommt. Sie waren einfach nur da. Sie existierten. Es ist Grund genug, sie zu töten. Ach, jetzt bin ich hier im Rostland gelandet. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Ich habe es schon mal irgendwie geschafft, mich hier eine halbe Stunde aufzuhalten in dem Bereich. Warum auch immer. Ich könnte es jetzt gerade selber nicht mehr genau sagen, warum, aber irgendwie hatte ich damals Probleme hier. Weil hier alles so gleich aussieht. Sieht alles so gleich aus. Liegt da was? Ich glaube nicht. Aber ich muss sagen, diese Wasserlevel hier, die mag ich wirklich am allerwenigsten. Ach, die Luke da vorne ist aufgegangen und deswegen ist jetzt hier ga der ganze Geröll reingerutscht. Es hörte sich an wie ja, gemeingefährlich an. So, ich muss da jetzt also. Ja, von welcher Leiter bin ich gekommen? Genau, das. Genau, von der bin ich gekommen und hier bei der muss ich dann jetzt hoch. Ne? Dementsprechend würde ich jedenfalls mal annehmen. Da hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Was? Ach so. Hier sind irgendwie komische Geräusche. Aber an sich sind diese Geräusche, die sie macht jetzt hier mit ihren nackten Füßen auf dem Boden, die sind schon eigentlich ganz gut gemacht. Hört man zwar nur ganz leise, aber man hört so, so tap, tap, tap. Da komme ich doch gar nicht hoch. Wie soll ich denn hier klettern? Warte mal. Ja, ist klar, dass du da nicht so hochklettern kannst. Dann machen wir einmal einen auf diesen hier. Warte mal. Da, 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 da. Seitwärts. Klappt. Und, ah, okay, bin ich schon mal ein gutes Stück weiter. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich da jetzt hoch oder nicht? Nee, da rutsche ich auch schon ab. Gut, das wollte ich doch nur wissen. Dann muss ich jetzt da vorne hinspringen, wie es ausschaut. Alle hopsasa. Genau. Perfekt. Dann hier hoch, bitte. Genau, hip. Und hier hoch. Da haben wir es doch auch schon. Ja, siehst du wohl. Ist doch gar nicht so schwer, wie es anfangs aussah. Okay. Ach, hier ist ein Schalter, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Jetzt habe ich irgendwo Wasser reingefüllt. Ist aber auch verwirrend hier. Also hier ist jetzt Wasser schon. Oder wie? Nee, hier noch nicht. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich hoffe nicht. Denn ich verstehe es gerade einfach nicht. Muss ich hier vielleicht auch sonst hoch? Oh, ich weiß das nicht. Es ist alles so. Nee, hier komme ich gar nicht hoch. Okay. Dann jetzt mal wieder die andere Leiter rauf. Ja, ist klar. Hier irgendwo muss ja dann jetzt was mit Wasser sein. Ich verstehe nicht, was mir das bringen soll. Ja, super. Ja, super. Boah. Oh, jetzt wäre ich ja fast in das Loch gefallen.
Warum soll ich hier noch mal hoch? Ach, da kam ich vorher anscheinend nicht hoch. Oder wie, war ich da oben jetzt noch nicht? Anscheinend nicht. Aber von hier aus komme ich da, glaube ich, nicht wirklich ran. Kann ich hier drauf stehen? Ob ich auf dir stehen kann, du? Ja, kann ich. Vielleicht kann ich von hier aus ja da ranspringen oder so. Nee. Doch, ja. Hep. Ja, passt doch, super. Also anscheinend konnte ich vorher hier nicht hoch. Glaube ich. Ich bin verwirrt. Nee, der Schalter ist echt oben. Okay, den muss ich noch betätigen. Dann mach mal. Wo ist das denn jetzt? Scheiße, ich bin total verwirrt. Also, dieser Raum mit den Tauchern, der wurde gerade eben erst auch mit Wasser gefüllt. Das heißt, den konnte man eben schon irgendwie anscheinend erreichen. Ich habe ihn nur nicht gefunden. Und jetzt ist da eine Tür auch aufgegangen. Und da sind jetzt Taucher rausgekommen. Meine Freunde, ja, meine Lieblinge. Jetzt muss ich diesen Bereich mit Wasser nur noch finden. Moment. Hier ist eine Leiter. Gibt es hier vorne auch nochmal eine Leiter? Nee, schade, habe ich mir aber gedacht. Na gut, dann muss er ja irgendwo weiter unten sein. Das ist ja nicht das Problem. Werden wir schon finden, Leute, werden wir schon finden. Was muss das hier auch so verwirrend sein? Ich mag sowas halt nicht. Oder ist hier vorne doch vielleicht noch irgendwo irgendwas? Ja, da vorne ist ein Gang, ja, seht ihr. Gottes Willen. Ja, das klang gerade auch sehr schön. Genau, denn hier kann man sonst ganz leicht abstürzen. Ich erinnere mich an diesen Gang, den ich mal entlang gerannt bin und dann auf einmal hat er geendet und man ist ins Wasser geplumpst. Genau wie hier. Beziehungsweise bin ich dann in den Tod gestürzt, ja. Ja, sie schießen schon auf mich. Na kommt. Kommt her. Ihr Schwäne, ihr. Ja, ich sehe dich wohl. Komm her. Tauch auf. Tauch auf. Ich warte nur auf dich, mein Schatz. Und hör auf mich zu schießen, du Arsch. Aua. Was? Schon tot? Jupp. Aber hier war, glaube ich, noch ein zweiter, oder? Oder auch nicht. Ich höre ja nichts mehr. Okay, scheinbar alles gut. Dann auftauchen. Und erstmal speichern. Dein Atmen klang gerade übrigens etwas komisch, Lara. Aber egal. Soll uns nicht stören. Zeit ist auch schon fast wieder rum, aber ich will jetzt wissen, was da unten ist. Das will ich jetzt in diesem Part noch machen. Jawohl. Na. So lang war 40 Faden noch, glaube ich, gar nicht mal. Das war noch das kürzeste Wasserlevel von vielen Wasserleveln, die jetzt noch kommen. Alter! Alter, die töten mich ja hier. Das war knapp. Alter. Aha. Aha, ja. Aha. Was für eine stürmische und harte Begrüßung. So hart will ich gar nicht begrüßt werden. Liegt da was? Tatsache, Harpunen nochmal. Aha. Na, warum nicht? Wie viel Harpunen-Muni haben wir denn eigentlich? Mal so. Ja, ich nehme natürlich den langen Weg, ist klar. Man kennt es nicht anders von mir. 45, ja, damit kann man schon eher was anfangen, muss ich ja sagen. Erinnert er nicht hier sogar schon das Level? Fragezeichen. Oder das ist völlig falsch in Erinnerung. Nee, richtig. Na seht ihr, sind wir ziemlich schnell durchgekommen. Da nur 24 Minuten und 28 Sekunden gebraucht. Alle drei Secrets. Besiegte Gegner 10. Naja, gab es auch nicht so viele. Munition, bla bla bla. Ein Medipack insgesamt verschwendet. Ja, gerade eben. Ne? Das ist eine große. Distanz 2,46 Kilometer. Jawollchen. Wunderbärchen.
Und ich mag auch diesen Loading Screen, muss ich sagen. Der Loading Screen ist schön. Mit diesen blauen Farben und so blau, verschiedenen Blautönen, wollte ich sagen. Ist nice. Und unheimliche Musik. Nee, die will ich nicht hören. Okay, Leute, wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Würde ich mal sagen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer. Schönes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, ne? Ciao, ciao.